Hi, heute habe ich ein sensationelles Schmorgericht für euch und zwar die hier. Das sind Glühbäckchen, Schweinebäckchen in Glühwein geschmort. Und wie man dieses fantastische Gericht im Dutch Oven macht, das zeige ich euch in dieser Folge von Barbecue aus Rheinhessen. Viel Spaß dabei! Hier sind jetzt Zutaten, die ich für meine Glühweinbäckchen brauchen werde. Los geht es mit dem Fleisch. Das hier sind Schweinebäckchen und zwar genau 1 Kilogramm habe ich bei YouBeef bestellt. Link zum Fleisch findet ihr wie immer unten in der Videobeschreibung. Und die werden wir heute nicht klassisch mit Rotwein, sondern mit Glühwein machen, was ja eigentlich auch Rotwein ist. Aber meine Schwiegereltern haben das letztens gemacht und das war der Knaller. Und dieses Rezept möchte ich euch auf gar keinen Fall vorenthalten. Deswegen machen wir das also heute. Wir brauchen die Schweinebäckchen, eine Flasche Glühwein, etwas Pfeffersalz, wir brauchen Bratenfond, wir brauchen Möhren, bisschen Lauch, Petersilienwurzel, Zwiebel, etwas Butterschmalz zum Anbraten sowie etwas Tomatenmark. Links an der Seite seht ihr schon meinen Anzündkamin mit der Dutch Oven App. Da drauf thront mein 10 Zoll Dutch Oven, der heizt gerade vor, damit wir gleich richtig Power haben, um die Bäckchen anzubraten. Und ich würde sagen, wir legen los mit dem Schnibbeln. So, ich starte mit den Vorbereitungen. Jetzt müsst ihr euch entscheiden, wollt ihr später das Gemüse noch in der Soße belassen? Das werde ich tun. Oder wollt ihr das Gemüse rausfischen? Wenn ihr es rausfischen wollt, könnt ihr euch den Schritt des Schälens sparen. Ich möchte das Gemüse aber gerne in der Soße drin lassen. Dementsprechend schnappe ich mir jetzt hier die Karotte und werde sie schälen. Und gleiches gilt natürlich dann auch für die Petersilienwurzel. So, nachdem ich dann die Enden von den Mohrrüben entfernt habe, werde ich sie jetzt einmal der Länge nach halbieren. Dann werden sie geviertelt, dass wir da kleine Stücke kriegen. So, kleine Stücke bedeutet, wir schneiden jetzt hier einfach dann entsprechend runter, dass wir da kleine dünne Scheibchen kriegen. So, nachdem die Karotte klein ist, passiert mit der Petersilienwurzel das Gleiche. So, Petersilienwurzel ist klein. Und dann haben wir hier noch den Lauch. Den schneiden wir auch einfach gerade auf. So, und zum Schluss haben wir noch die Gemüsezwiebel. Ihr ahnt es bereits, wir schneiden sie auf. So, das Gemüse ist alles klein geschnitten, kommt jetzt in eine Schale, damit wir das Brett frei kriegen. So, hier liegen jetzt also unsere Schweinebäckchen. Die werde ich jetzt von außen pfeffern und salzen. Das, was da an Silberhaut drauf ist auf dem Fleisch, brauchen wir nicht abzumachen. Wir werden die ja jetzt 3 Stunden gleich garen. Glaubt mir, davon bleibt nichts über. So, einmal umdrehen das Ganze. Nach Möglichkeit immer dicht beieinander legen, umso weniger würzt ihr sozusagen vorbei. Und dann würzen wir quasi die Rückseite. Wunderbar. Ich glaube, der Dutch Oven ist inzwischen auch schon auf Temperatur und da geht es jetzt weiter. So, der Dutch Oven ist ordentlich vorgeheizt. Hier habe ich jetzt ein wenig Butterschmalz. Das gebe ich da hinein. Wir lassen es gerade schmelzen. So, und dann legen wir die Bäckchen rein und braten sie scharf an. So, kurze Zeit später sind unsere Bäckchen ringsherum angebraten. Die nehme ich jetzt gerade raus, dass wir Platz im Dutch Oven bekommen, damit ich da mein Gemüse jetzt scharf anbraten kann. So, Dutch Oven ist leer. Hier ist das Gemüse, alles rein. Und jetzt scharf anbraten. Wenn das Gemüse dann angebraten ist, kommt ein großzügiger Esslöffel Tomatenmark damit dran, wird untergerührt und auch noch kurz mit angeröstet. So, wenn das Tomatenmark dann leicht angeröstet ist, fange ich jetzt an, mit dem Glühwein das Ganze abzulöschen. Und das mit dem Ablöschen machen wir so lange, bis diese 1 Liter Flasche leer ist. Oh Leute, das ist ein Duft. Es ist der Wahnsinn. Ich stehe halt hier in der Glühweinwolke. Großartig. So, was wir jetzt auch machen werden ist, wir setzen die Bäckchen wieder mit in den Dutch Oven. Das hatten wir ja bei den Ochsenbäckchen auch so gemacht. Und das hat den Vorteil, dass wenn wir da gleich den Wein drüber geben, dass die also richtig geil Farbe kriegen. So, den Fleischsaft, den wir haben, den geben wir natürlich auch mit in den Dutch Oven, das ist ja schließlich alles Geschmack. Und dann lassen wir das jetzt richtig schön einreduzieren. Oh Leute, ich kann euch sagen, der Duft ist der absolute Wahnsinn. So, ihr könnt sehen,
Erste Rutsche Glühwein ist gleich verkocht. Das ist wunderbar, denn wir haben ja noch mehr als genug. So, nächste Rutsche dran. Das Ganze gibt letzten Endes so 5 Runden einreduzieren. Wichtig halt dafür ist, dass ihr wirklich gut Schub unterm Topf habt, damit das nicht 3 Stunden dauert. 3 Stunden darf es nachher noch schmoren. So, eine Dreiviertelstunde ist jetzt vergangen. In der Zeit haben wir hier fleißig einreduziert. Und ihr könnt sehen, die Soße, die bekommt langsam eine Farbe, die ist echt unanständig. Der Duft, der brezelt euch komplett weg. Ich habe jetzt hier den letzten Rest vom Glühwein. Den gebe ich jetzt mit rein. Wir lassen es weiter einreduzieren. Braucht jetzt bestimmt noch mal so gute 20 Minuten und dann sehen wir uns wieder. Schaut euch einfach die Farbe von der Soße an. Es ist unbeschreiblich. Wie gesagt, die Flasche Glühwein ist leer und es ist jetzt auch so weit einreduziert, wie ich es haben möchte. Wenn ich über den Boden kratze, hört ihr, da ist nicht mehr viel Flüssigkeit drin. Und das ist auch gut so. Jetzt gießen wir das Ganze mit Bratenfond auf, und zwar 800 Milliliter. Und lassen das auch erstmal wieder heiß werden, bevor wir dann tatsächlich dann zum Schmoren übergehen. Und das sieht jetzt nach viel Soße aus. Glaubt mir, ihr werdet hinterher über jeden Tropfen Soße, den ihr habt, glücklich sein. Das wird so eine Geschmacksbombe. Es wird sensationell. Und dadurch, dass wir die ganzen Gewürze im Glühwein schon drin haben, müssen wir jetzt nicht noch irgendwelche Sachen damit zupacken, sondern wir haben einfach die Gewürze aus dem Glühwein, wir haben jetzt die Würze aus dem Fond, lassen das Ganze jetzt kurz auf Temperatur kommen und dann wird geschmort. So, ihr seht schon bei dem Feuerdefis, das wir hier unterm Dutch Oven haben, geht es ruckzuck, dass das Ganze durchgewärmt ist. Das ist wunderbar. Das bedeutet, wir können es jetzt umbauen, dass wir da die Kohlen unten und oben drauf kriegen. Und dann beginnt die lange Zeit des Schmorens. So, Dutch Oven App kann raus. So, unten legen wir 6 Briketts. Stellen den Dutch Oven da drauf. Dann kommt der Deckel drauf. Und obendrauf gebe ich dann 8 Briketts. So, und da wir das Ganze jetzt ja schon fast eine Stunde eingekocht haben und die Bäckchen die ganze Zeit mit drin waren, denke ich, dass wir da in 2 Stunden am Ziel sein sollten. Deswegen lassen wir das jetzt einfach so die nächsten 2 Stunden und dann sehen wir uns wieder. So, 2 Stunden später. Ihr seht von den Cococo Eggs, die gehen jetzt auch langsam dem Ende entgegen. Nehmen wir den Deckel mal ab. Und es kommt euch ein Duft entgegen, Leute. Ihr macht euch keine Vorstellungen. Wie man sieht, haben wir tatsächlich doch einiges an Flüssigkeit verloren. Ich gehe mal mit dem Löffel durch. Oh. Die Soße sieht schon sehr, sehr gut aus. Nichtsdestotrotz werde ich sie jetzt noch ein klein wenig andicken. Ich habe hier etwas Stärke in Wasser verrührt und gebe jetzt ein klein wenig davon, nicht alles, aber davon ein klein wenig an die Soße. Das hilft uns, dass, oh, guck mal, was sie direkt für einen Glanz kriegt. Absolut fantastisch. In der Zwischenzeit habe ich jetzt ein paar Spirelli-Nudeln gekocht. Und dann würde ich sagen, wir können anrichten. So, da mal rein ins Vergnügen. Die Soße ist jetzt perfekt abgebunden. Und dann gehen wir mal hier. Irgendeiner hat mir mal unter die Videos geschrieben, du musst immer ungerade Zahlen machen an Fleischstücken. Also machen wir natürlich 3 Bäckchen drauf. Und diese sensationelle Soße. Der Wahnsinn. Guck mal, wie das glänzt. So, kurzer Test, ob die Bäckchen denn auch weich sind. Wie ihr seht. Oh, die sind super. Schaut mal, wie saftig die sind. Holy moly. Ja, wie ihr seht, Messer brauchen wir definitiv keins. Und der Duft ist so gut. Jetzt wird probiert.
So, hier sind sie also, meine Glühbäckchen. Und jetzt schnappe ich mir mal eine Gabel, nehme mir mal ein Stück von dem Fleisch und sage mal sehr zum Wohl. Oh, das Fleisch schmilzt euch einfach auf der Zunge weg. Und die Gewürze von diesem Glühwein, oh Leute, der Geschmack ist so gut. Nochmal ein paar Nüdelchen. Die Soße ist ein absolutes Gedicht. Die Bäckchen saftig, zart. Wie seht ihr, also ein Messer braucht man definitiv keins. Das gefällt mir richtig gut. Und einige von euch haben unter meine Videos runtergeschrieben, ah, du nimmst immer Nudeln, warum nimmst du denn keine Kartoffeln und so weiter. Meine Familie liebt nun mal Nudeln. Dementsprechend machen wir so Spirelli-Nudeln, die saugen ganz gut die Soße auf, beziehungsweise durch dieses Geringelte nehmen sie die Soße auch ganz gut mit. Passt perfekt. Das ist ein unfassbar geiles Schmorgericht, das ihr auf jeden Fall mal nachmachen solltet. Und da wünsche ich euch ganz viel Spaß dabei und ich hoffe, ihr habt viel Spaß bei dem Video. Wenn dem so ist, freue ich mich wie immer über einen Daumen nach oben und freue mich den Kommentar. Sollte noch kein Abonnent meines Kanals sein, hier unten habt ihr auf kostenfreier Ehrengriller-Basis das gerne zu Ende. Das würde mich sehr freuen. Ansonsten, wer bei Instagram ist, der hat von diesen Glühbäckchen eine Insta-Story gesehen. Schaut also gerne bei Instagram vorbei. Da seid ihr einfach immer näher dran, gibt es kleine Videos vom Dreh. Schaut also gerne mal vorbei. Das war's für dieses Mal. Den Link zum Fleisch findet ihr wie immer unten in der Videobeschreibung. Ganz viel Spaß beim Nachmachen. Macht's gut. Euer Jörn von Barbecue aus Rheinhessen. Bis dann.